Moin allerseits, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute machen wir was ganz Schnelles, deswegen ein Special-Video mal zwischendurch wieder und nicht auf dem Donnerstag. Denn wir machen heute mal eine Mayonnaise selber, die brauche ich nämlich bald. Und wie das ganz schnell geht, das seht ihr gleich nach dem Intro. Ja, und ich bin ein echt fauler Mensch. Ich habe es zwar gelernt, mit der Hand zu rühren, ist ja auch gar nicht so schwer eigentlich, so schön langsam das Öl reinträufeln lassen und alles. Ich habe da keine Lust mehr zu, deswegen nehmen wir einen Zauberstab und machen es damit. Und wir brauchen zwei Eier von unseren eigenen Hühnern. Und dann brauchen wir noch 250 Milliliter Öl. Ich habe jetzt ganz normales Sonnenblumenöl. Und wir brauchen einen Esslöffel Senf. Mehr braucht ihr gar nicht. So, dann wollen wir schon mal anfangen. So wie ich sehe, glänzt ja richtig meine Arbeitsplatte. Naja, das ist auch nur, weil ich eingeölt habe. Wir nehmen uns jetzt mal zwei ganze Eier. Normalerweise macht man das mit zwei Eigelb. Wo ist mein. Ach da. Zack. Zwei Eigelb nimmt man normalerweise. Dann macht man vorsichtig nach und nach Öl rein. Unter ständigem Rühren. Dann kommt ein bisschen Salz, ein bisschen Zitronensaft, sowas also zum Abmessen, sage ich schon, zum Abschmecken. Ja, und dann geht das los. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt unseren Zauberstab. Einfach mal oben drauf hängen. So, jetzt haben wir beide. So, da haben wir schon meinen ersten Teil. Jetzt schnappen wir uns unseren Senf. Wenn man so. Sicher ist sicher. Ein Esslöffel Senf. Zack, damit rein. Ihr könnt es einfach so unterrühren oder ihr nehmt nochmal hier euren Zauberstab oder Handmixer, Rührstab. Achso, der ist ja gar nicht richtig drauf. So. Da habt ihr eure Mayonnaise. Ziemlich schnell, ziemlich einfach. Super lecker. Und ihr seht, das Ding ist nicht mal in 2 Minuten gemacht. Warum sollte man jetzt nur welche kaufen gehen? Wenn ihr Hühner habt, habt ihr auch ein bisschen Öl zu Hause, macht euch eure Mayo selber. Es ist einfach viel geiler und ihr könnt viel mehr damit rumexperimentieren und viel mehr Geschmack reinbringen. Ihr könnt jetzt natürlich auch gerne noch ein bisschen Zitronensaft oder ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer oder ein paar Kräuter mit reinmachen. Da ist eurer Fantasie jetzt freien Lauf gelassen. Das hier ist so ein kleines Grundrezept. Viel Spaß damit beim Nachmachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen oben da. Wenn noch nicht geschehen, ein Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, reingehauen.